So. 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 Und damit hallo und herzlich willkommen zu Pokémon Feuerrote Edition. Nein. Ist die Feuerrote Edition allerdings mit einem Mod drin oder einem Hack drauf installiert. Und zwar ist es Pokémon Moemon. Yay! Geil! Okay. Wenigstens einer, der sich irgendwie hier enthusiastisch verhält. Yeah. Ich mochte es! Oh. Ja, yes. Bene, kannst du eine kurze Einführung ins Moe geben? Jemand stürzt. Es ist natürlich ein Mädchen und dann sieht es so ganz verlegen aus. Man, keine Ahnung, man hat was von ihrer Panzu gesehen und dann sagt sie so, stottert sie so und dann ist sie so, das ist Moe. Also niedlich. Genau, niedlich, so süß, ja. Sowas ist das. Ja. Und ich will ihm noch kurz einen Button umlegen. Erst nett und dann... Ja, genau so. Genau das ist es. Aber man darf nicht den ernsten Blick vergessen. Du musst unbedingt nur Otaku TV alles sehen. Ne? Da kennst du dann auch den. Das wollte ich noch kurz umlegen, den Speed-Button auf die rechte Schultertaste. Wir zocken das nämlich mit Controller. Ja, Controller, wir wissen alle, wie man Pokémon spielt. Nee, Chef, du musst mir das in the world. Moment, ich muss kurz gucken, wo die Maus ist. Da ist die Maus. Okay. Ja, Story werden wir natürlich nicht vorlesen, weil es ist Pokémon. Die Story ist Standard, es ist nur wirklich, dass die Pokémon verändert sind. Dass du kleine 10-jährige Jungen teach. Aber er hat Mädels da gefangen. Denn die Pokémon wurden komplett verändert, alle Pokémon, soweit ich weiß, also 396 Stück, wenn ich es richtig im Kopf habe. 86 waren es dann wohl. Professor Moemon. Könnt ihr die ja kurz wissen, die von kurz erklären? Nein, danke. Da hatten wir uns dann, oder hatte ich mir dann einfach noch, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Aber egal, ja, Oak. Der spielt Pokémon. War die rechte Schultertaste kaputt? Affectionately? Ja. Nee, der eine linke Seite. Ist richtig, ne? Affectionately? Rechte Analogstick. Hallo! Okay. Affectionately, ne? Der was da gerade stand. Affectionately. Affectionately. Was? Nein! Excel. Affectionately, ne? Was soll das heißen? Das stand da. Ja, das heißt wohl so viel wie viele würden mich als bla bla bla. Ich habe gerade den Text, sonst hätte ich es nicht auch nein. Wow. Ja, Neustart, ne? Jo, Neustart! Yay! Dann können wir nochmal dieses spielen, Wort sehen. Wir spielen bei Pokémon Link. Ich will das Wort nochmal haben. So, ich geht's. Weil Little genau, Boss habe ich auch alles nur in Englisch. Wie Mikrowelle funktioniert. Nein, einfach ausstarten. Buchstaben. Soll ich dich Hand nehmen? Das ist wirklich schwer. Und du als Monster. Nein. Hey! Da, affectionately, ne? Ist richtig, oder? Ja. Affectionately. Oh, aber people... Ach ja, wie soll man das übersetzen? Normalerweise, aus dem Affekt heraus. Mensch, normalerweise... spontanerweise, kann man auch sagen. Oh Mann, Englisch like a Boss, man. Was, das trainiert mich voll. Genau, da sieht man schon, es ist kein normales Nidorino, ist das, ne? Nidoran. Nidoran. Verdammt! Weiblich. Hey! Diesmal sogar... Ich weiß gar nicht, ob alle weiblich sind, da. Weiß ich gar nicht. Das sieht doch schon viel besser aus. Wie willst du Nidoran männlich, weiblich? Das wäre schlimm, wenn ein Kerl in einem Nidoran-Weibchen-Kostüm wäre. Und wir haben wieder Aska. Genau, unser Standardname bei Pokémon. Passt schon. Wurde sich right, ja, das ist unser Name. Und für den habe ich jetzt auch immer. Man kann ihn Toru nennen. Genau, er heißt bei mir ab sofort immer S-Fahrt. Ehrlich? Das ist voll gut. Vor allem, wenn man das vorliegt. Ich kann von den 150 Pokémon vorstellen, da bei dem einen. Wie geil. Japanese Pornstar. Eevee spelled backwards. S-Fart. Was it S-Fart? That's right. I remember now. His name is S-Fart. Nein, ich kann nur auf meinen Oak. Aska. Naja, Oak ist ein bisschen seniert. Deswegen. Er kann nichts dafür. Das geht mir auf die Eier. Jetzt kann ich nicht vorspulen und Dings gleichzeitig machen. Das passt mir irgendwie nicht. Ich muss das nochmal gerade kurz anpassen. Du, der keinen Zwang an. Wir sind hier. So, jetzt aber. Ich kann vorspulen, sehr schön. Ja, schauen wir einfach mal. Ist halt die Standard-Story. Sehr schön. Mit den Zwiebeln komme ich immer noch nicht so ganz klar. Ja, einmal bei Randomizer. In Gelb hatten wir es. Da ist Oak hier vorne gekommen. Normalerweise kriegen wir mal Pikachu. Wir haben es gerandomized. Es ist auf dem YouTube auf. Er wird einfach random Pokémon. Und hat ihn gefangen, like genau, a Boss, ja, Mann. Ja, hier, der hat das YouTube gebraucht. Ja. So, bevor ich jetzt hier rangehe, warte ich gerade nochmal auf die beiden, deswegen... Ja, den Pokédex. Und da... Nee, haben wir, glaube ich, noch gar nicht. Ich meine, den da oben. Es ist ja kein... Dann steckst du uns an. Alles klar, das ist jetzt schon wieder in der Aufnahme. Ja, das, hallo? In irgendeiner Zeitung war...
What the fuck, Bene, was hast du gemacht? Keine Ahnung. Hä? Bild, dass eine, so ein Anime-Figur eine gezeichnet hat. Ebola-Chan und die Leute... Ebola-Chan? Und die Leute in Afrika. Ja? Und die fanden das jetzt so als Teufel und so mit seinem, wo Ebola ausgebrochen ist. Und sie dachten, oh nein, das ist voll der Teufel. Oh, wie böse. Es wurde ein Gott geboren, also böser so, Gott, ein Teufel. Entscheidung um das Starter-Pokémon ja? Haben wir uns selber noch nicht angeguckt. Oh. Da habe ich extra noch gewartet. Oh. Bulbasaur, ah, very easy to race. Ah, verdammt. Ah, oh, so Wasser, das sind auch Wassertentakel, verdammt. Okay. What the fuck? Das war ein Shiggy-Tentakel. Oder Glumanda. Also ich würde Bisasam oder Glumanda sagen, Shiggy hat mich jetzt nicht so angesprochen. Ich ganz Shiggy. Aber muss der sein. Mach doch mal grün. Okay, alles klar, okay. Ne? Ja, ja. Ja. Von beiden hättest du hättest ruhig treffen können, das wäre schon in Ordnung gewesen. Die hätte einfach weitergesprochen mit seiner geilen roten Backe. Hätte schon irgendwie gepasst. So, und drei nochmal dran. Fehlt nur, dass er so feurige Leidenschaft. Oh, ja, 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 also. Also, schwierige Entscheidung noch. Ja, lass doch mal ein bisschen länger, du musst das, oder geht das von alleine weg, das Bild? Nein, nein, du musst aber den Text dann wechseln. Dieser Saum. Würde ich jetzt spontan auch sagen, muss ich sagen. Noch einmal, noch einmal, noch einmal. Anfang süß aussieht, kann später voll hässlich. Ja, natürlich. Oh, scheiße, sie entwickeln sich auch weiter. Ja, natürlich. Also, wir müssen ja dann alle haben irgendwie. Ich finde das so blöd, dass wir uns entscheiden müssen. Oh, hier so der wilde Typ. Also. Aber das Ding bei glaube ich, blau und rot. Mach nochmal blau. Da sieht man beide so den... Ach ja, scheiße. Bisasam hat ja nicht so wirklich einen Schwanz. Also nee, aber weil Bisasam ist auf dem Kopf diese Knospe. Oh, ah, okay. Man nennt so. Die haben schon noch irgendwie so ein Merkmal, Erkennungsmerkmal. Aber das Ding ist, ich habe noch nie so wirklich Feuertentakel gesehen. Darum, was auch ja, okay, warte, fangen wir mal an. Majid, was wäre deine Wahl? Naja, du hast ja vorhin schon die Bilder ein bisschen gezeigt. Mochte ich irgendwie Turtok am meisten, weil die so Bazookas. Also wärst du für Shiggy. Ja. Okay, Bene? Mach doch mal rot. Das ist so viel Schwanz und diese geile Feuer. Ja, das ist so dieser geile Wilde. Auf was habe ich gerade... Also Steffen, jetzt hast du die Antwort auf vorhin. Dann springen wir hier erstmal. Ich glaube, ich kann mich nicht entscheiden. Es ist so schwer. Bene enthält sich dann. Ich will dann nicht, dass einer sauer aufhört. Ich wäre für Bisasam. Das ist doch scheißegal. Dann wäre es 2-1-1. Also Bisasam. Es sei denn, Bene entscheidet sich noch um für eine der beiden anderen. Dann würfen wir eine Münze. Aber jetzt wäre es Bisasam. Nee, warte. Wenn wir eine Münze würfen, dann ist es in Ordnung. Dann entscheidet mich voll fett für den, das ist ausgelegt. Colin Münze. Welche jetzt für Shiggy oder für Mann? Na, ist ja scheißegal. Für den, dass es dann gleich ausgeglichen ist und fertig. Bei beiden ist es gleich ausgeglichen. Dann will ich beide. So. Geht aber nicht. Mann. Wir haben keine. Dann bin ich Mann, hab ich jetzt beschlossen. So. Oh, freche, ich werde ja voll gegessen. Was machst du denn mit mir, Auto? Ich wirf die Münze. Achso, ich hab nicht gesagt, was Kopf die meisten. Kopf ist dieser Samenzahl ist Glumanda dann einfach. Wäre nicht mal so eine Wahl geil, wo einer von den Kandidaten nur Sympathanten in sein Publikum reingetan hätte und keine wirklichen, die eigentlich so Bock auf ihn haben. Also jo, wir haben einen Glumanda erhalten. Außerdem können wir ja alle Entwicklungsstufen von... Ja, wir haben dieser Dame erhalten. Glumanda sehen wir ja beim Rivalen immer alle Entwicklungsstufen. Oh ja, das ist okay. Ja, hoffentlich. Ja. Ne? So, Nickname. Okay. Wie wollen wir es nennen? Oh, sogar die Sprites haben... Rika-chan? Ja. Von wegen der geheimen Tentakel-Insel. Es ist ein Mann. Okay. Von der geheimen Tentakel-Insel. Es ist weiblich, Magic, eindeutig. Mit C oder K? Mit K, ne? Ja, mit K ist es diesmal. Rika-chan. Bindestrich, gibt es das hier? Ja, da ist es doch. Na, also Rika-chan geht durch. Das ist ein Minus, das ist kein Bindestrich. Das ist ein Bindestrich. Das nächste müssen wir Shana nennen, weil, ach komm, sie ist einfach extrem. Wenn, es sollte auch geil dazu passen. Dann brauchen wir was Feuriges als nächstes. Wenn was Feuriges kommt, dann ja. Auf jeden Fall Shana, weil sie ist der... Zeit, sie ist das egal, dann dauert es eben. Sie können wir dann ja auch fahren. S-Fahrt. Oh, könnte gefährlich werden. S-Fahrt und Feuer? Verdammt, gute Kombination. So. Warte, die Melodie. Ah, okay, die geht.
Die alte war epischer, ganz klar. So, ich sag's ja, mal so, das viele, ist ja neu aufgelegt. Viele Kämpfe können wir gerne einfach mit Speed machen oder so, klar. Gerade wenn wir die Pokémon schon kennen, aber ich würde sagen, Rivalenkämpfe und Arena-Kämpfe machen wir immer bei normaler Geschwindigkeit, weil es einfach auch von der Musik her und so ein bisschen vom Style her. S-Fahrt setzt. Setz halt, geil. Wir haben sowas im aus. Oh ja. Es fängt die Blätter. Du schaffst es. Komm, Tutorial können wir noch. Du schaffst es. Irgendwann kriegst du die Blätter. Alter. Guck mal, jetzt sehen sie wenigstens... Wie sieht das Bisasam? Das sieht total emo-mäßig aus. Wie so ein Haufen Flatschen früher. Mhm. Jetzt hat es ja noch wenigstens Stil. Jetzt sehen wenigstens beide Seiten vernünftig aus. Verdammt, ey. Das ist echt gut. Wie sie sich so bekämpfen. Die eine schubst die andere, ja, wow. Ja. Ach, Mensch, aber es ist cool, dass es draußen gewesen wäre. Alle so wie Katze, ich wäre, das ist wirklich langweilig. Ja. Katze. Ey! Aber ein Glück sind wir vorne, dann... Ja. Die Eremiten sind weg. Katze! Juhu. Vielleicht bist du mit einer Nee, anderes Eremiten. Und 69, und es ist ein Level-Up für Rika-chan. Was? Ja, yeah, gut gemacht. 3 HP, keine Attacke dazu. Das gab's in Legend auch schon. Seit der ersten. Hat sie zu Tode geschubst. Ne, ja, gab's das schon. Was? Dings meine ich jetzt. Ich meine nicht EVs oder DVs. Ich meine jetzt Wesen. Achso, ja, die gibt's auch hier. Also Apurin sagt hier. Alles klar, ja, ja. Was meintest du gerade mit Attacke? Attacke ist recht niedrig. Wahrscheinlich hat es entweder minus Angriffswesen oder... Dings, mal schauen. Bold Nature, ich weiß nicht, was das gerade ist. Ist, wie heißt es? Ach scheiße, hier wird auch nicht angezeigt, was das verändert, ne? Spezialverteidigung. Ja, was denn? Dachte ich mir schon. Das Wesen. Ach so, Ability. Overground, ja, okay. Kann man ganz moves and a pitch. Okay. Ja, wenn wir wenig HP haben, werden Grasangriffe stärker und das ist ein spezielles. Dieser Samen also hat halt... Macht Sinn. ...das spezielles Wesen offenbar. So, erste Route. Ich würde mal sagen, mal schauen, was wir hier finden. Erster Kampf einfach mal. Oh mein Gott, Ratzfatz. Wir machen Mäuse. Ich hab's vergessen, wie sie nochmal machen. Dann hast du ja auf jeden Fall die japanischen. So machen sie auf jeden Fall. Naja, Mäuse. Ja. Oh Gott. Und den Gras dran noch holen. Irgendwie schon, ne? Gab's hier auf dem PC? Warte mal kurz, muss noch ein? Na, geht. Also die Musik wurde auch ein bisschen verändert, glaube ich. Ich glaube, Inkampfmusik wurde auch ein bisschen verändert. Ich mach mal einen kleinen Tick lauter. Ich wollte noch kurz an unseren PC ran und da ist ja auch noch ein Trank, ne? Ja, jo. Den vergesse ich jedes Mal. Naja, braucht man jetzt auch nicht. Nö, aber ich hole ihn. Naja, wie gesagt, ich weiß, ich habe das Spiel ja ohne zweimal Pokémon-Set oder so war das, glaube ich. Mhm. Nee, ich weiß gar nicht mehr. Nee, ich muss halt, ich hatte glaube ich sogar noch 2 übrig, so war das. Das ist voll Taubsi. Oh mein Gott, mit so einem lustigen Hut. Mit so einem, und dem lustigen Hut, genau. Oh, das kommt angeflattert. Verdammt, das dürfen wir nicht weiterspielen, das ist nicht gut. Oh, und Leech Seed. Regel. Oh, nice. Seeds sind immer gut. Seed, Gott, ey, dieses Speeden bringt mich immer um. Nicht wahr? Ja. Los, verteil deine Samen auf ihr. Also mit Rika-chan. Läuft. So. Tanya City, ja, wir sind alle nicht so die, oder ich bin zumindest nicht so der Oberpro in Pokémon. Colin kann, glaube ich, zu jeder TM den Wert sagen. Achso, nee, das nicht. Nicht ganz, aber ihr beide könnt, glaube ich, so ziemlich jede TM-Nummer irgendwie zuordnen. Ne? Beim alten läuft. Also ja, hier ist ja fast vergisst man schnell. Das alte kriege ich wenigstens gebacken. Ja, und das Problem ist, es ändert sich in jeder Generation, da wird es schwer, das Ziel zu ordnen. Ja klar, das stimmt natürlich. Das muss ein bisschen heftig sein. Na, ich bin am überlegen, wollen wir also so ein Dings fangen hier irgendwie? Ich würde ganz gerne mal so Taubos sehen oder so. Ja, irgendwie will ich alle jetzt sehen, weil ich jetzt schon so geflasht bin und ich glaube, das ist nicht gut.
Das wäre jetzt nur so ein paar Aussehen. Wenn das fertig ist, kannst du dir alles... Vor allem gratis dran oben. Nee, das ist... Ja, mach ich ja auch noch. Das ist so lame. Das hat gar nichts den Überraschungseffekt. Lame. Lame. Im Internet vorher die Entwicklung ansehen. Lame. Dafür gibt's erstmal Erziehungsschelle. Warst du mit der noch rum? Ja, selbst das. Ja, hier ist er so. Mal voll geflasht. Dann bin ich schon so geflasht. Alle auf einmal ist dann so... okay. Kann ja auch gleich... Und Rickard Chan ist schon auf Level 8. Kann ja auch gleich Oba, ja. Obaya, Obaya. Obia. Was kriegt der Eich überhaupt in seinem Paket geliefert? Genau. Drogen. Oder seine... Nee, er sagt es, glaube ich. Ja, genau. Irgendwas. Wahrscheinlich ein Meisterball oder so. Das kann sein, ja. Oder der GS-Ball. Naja, das ist ja schon im ersten Runde blau und dann kein GS-Ball und so. Naja, ja, dann habe ich auch gerade... nicht, weil ich gerade einen abseilen wollte, sondern... Ja. Okay. Haben wir jetzt schon Pokebälle eigentlich bekommen gerade? Oh mein Gott! Nö, der Zeit musste nicht einfach zeigen, wie man Pokebälle... Pokebälle! Nee, haben wir schon. Frech, ey! Soll ich dann fangen? Oder? Dann kriegen wir einen Radikal, geht ja 20, geht ja schnell, Mann. War das dann so, ja, du willst eine scharfe Zähne? Du stehst auf scharfe Zähne. Naja, ich so, bin... Aber mit Name so muss auch sein. Ja, das kann Neso-Chan von Nesomi für Ratte. Nennen wir dann einfach Neso-Chan. Nesomi heißt Maus-Ratte, glaube ich. Also dann lass Nesomi einfach. Nesomi, okay. Das ist ja schon ganz besser. Wenn wir einen Retter anfangen, habe ich einen Namen für. Oh, Snake? Snake! Ja. Snake. Aber wobei. Ja, aber meinst du wirklich bei einer Ratte? Nein, bei Rettern, ja? Ja, der war noch mal. Ja, okay. Aber... Beide Master. Ah, die mit den Tieren? Ja. Nee, der Zeit. Oder wenn wir einen Hamster haben. Ja gut, bei Hamster... Ja, scheiße, das wäre Hamster... Sandan. Sandan. Sandan müsste eigentlich das Wenn man Sandan als Hamster bezeichnen möchte... Passt doch. Passt doch. Hey. Geht doch. Passt doch. So. Nächster Spitzname. Yay. Und so jetzt kommt nicht mit Vogel an. Okay. Vogel. Japanisch. Okay, nicht Vogel auf Japanisch. Vogel auf Deutsch. So. Irgendwas, was immer viel rumfliegt. Oh, ich hab grad was. Ich hab grad was. Otoshi wie Fort oder wie hieß die denn? Astarera. Oder von Flügel. Wir brauchen jetzt was mit Flügeln. Das ist Vogelgirl, so fertig. Nein. Das ist so ein wie Kreativ. Heißen die drei Götter nochmal, die drei Wikinger-Götter? Die Thor, Asgard, Thor, Das sind alles Männer bei Odin und Loki. Genau. Thor, Odin und Loki war das. Ach. Da muss man nur an sie denken. Alter, ja, ich bin so mies, wenn er... Ja, ich auch. Ich hab doch erst die Serie zu Ende gesehen. Nein, hab ich. Alter, das wäre böse. Das ist unheimlich. Dann fesseln wir dich am Computer und lassen dich das schauen nochmal. Ja, und direkt danach darfst du dir schön die komplette... alle Folgen von Boku no Pico. Boku no Pico ja, eigentlich schon, ne? 12, glaube ich, ne? Keine Ahnung, ich weiß 8 oder 12. Ja, wir müssen jetzt einen Namen, wir brauchen jetzt einen Namen. Astralea, Scheiße. Astralea schon. Astralea. Astralea. Ich glaube, da hieß einer von denen. Das war wohl auf die Karte gegangen. Ja, viel Spaß. Ja, Venus, Störungen. Ja, das ist Bene, das ist keine Störung vom Mikro oder so. Das ist ein EA? Astralea, ja. Nehmen wir schon. Nee, war ja eine Frage. Kann ja auch sein, dass es Astralei... mit EIA oder so, was weiß ich. So, wollen wir mal kurz gucken, was es hier gibt. Gary. Ja, aber hier wird so geklatscht. Ja, deswegen. Und Radfratz. Hammer. Ja. Ja, Crit, genau. Okay, gut. Diese Blätter, genau. Habitats fliegen hier aber noch rum. Ja. Haben sie das hier? Ach nee, scheiße, ja, sind hier noch Seiten. Also bei den Alten ist hier kein Hub, ist ja kein Nee, aber das ist ja Feuerrot. Das kommt erst nach Marmoria City. Warum ist ihr Text eigentlich rot? Weil sie eine Nurse ist. Nee. Habitat konnte ich da auch immer fahren. Ja, vielleicht jetzt in der Edition, aber nicht in Rot. Nee, da gibt's schon Habitat.
Erstmal Tauben, wo Radfahrzeug. Rot oder blau, eins von beiden gibt's auf jeden Fall, hab ich gesagt. Rot auf jeden Fall. Beim anderen gab's gleich wieder Habitat. Also da gibt's keine Habitats, nee. Mankey, ja, das ist bei Geld. Gibt's da Mankeys? Geld. Aber Habitats sind da keine, definitiv. Komm schon, Level up, jawoll. Ist ja schön, wenn es da steht, aber du kannst so, Rekachan ist ordentlich trainiert. Wir können ja gerne mal rot einwerfen und da mal ein paar Stunden lang suchen. Erst bei Mankey. Oh Gott, Mankey. Okay, das passt, geht so, aber Habitax gibt's da auf jeden Fall nicht. Das weiß ich auf jeden Fall. Letzter Pokéball. Hat geklappt. Ich hab schon, das wäre sehr komisch, wenn ich da nie eins gefunden habe. So, dann würde ich sagen, benennen wir noch das Mankey und beenden dann die erste Folge hier. Ja. Gut, dann können wir es gleich gut. Das sieht aus wie ein Mauzi. Karate, welche von den Wildfangen Karate? Pass, super, perfekt. Akane. Das ging ja schnell. Mit K, ne? Wieder. Oh ja. Cs haben die nicht. Ja, stimmt. Warum frage ich eigentlich? Ich weiß es vor allem. Alles klar, dann mache ich hier mal gerade kurz. Eine auf Safen, ja. Und ich speede das Safen vor. Dann bedanke ich mich an der Stelle fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.